Herzlich willkommen hier zurück zur Analyse-Ecke. Ich habe hier zwei neue Gesichter neben mir stehen, Eis und Sola. Sola, du hast gerade das Spiel gecastet, ne? Wie hat dir das gefallen? Überraschend gut von Big erst runtergesnobbelt. Also ich hatte das Gefühl, dass nach diesen ersten 3-4 Kills der Sack schon zu war. Ich habe nicht gesehen, dass SK irgendwo Chancen hatte, nochmal zurückzukommen. Die haben sich da sehr, sehr leicht einfach in die Position des, sage ich mal, Verlierers reinschieben lassen und dann einfach nur zugeschaut, wie das Game langsam aber sicher aus ihren Händen geglitten ist. Aber die Pick-and-Ban-Phase, hat ja jeder schon gesagt, im Endeffekt war ja nicht optimal für SK Gaming Prime und dann im Spiel auch hier und da Fehler gemacht. Also was würdest du an ihrer Stelle anders machen? Also sie hatten beide ihre Sneaky-Phasen. Ich denke, sie haben halt zu hart versucht, diese speziellen Picks auszureizen. Gerade Akali, die halt wirklich einige Nerfs kassiert hat, ist halt überhaupt nicht zur Geltung gekommen. Also es war schlichtweg useless. Da vielleicht überlegen, ob man andere Möglichkeiten bekommt, vielleicht sogar halt ein besseres Midlane-Matchup sich kreieren kann und darüber halt das Game vielleicht in die eigene Tasche snowballen. Würdet ihr irgendetwas bannen, was Big gerade gepickt hat oder vielleicht ein bisschen mehr Priority drauflegen? Also ich glaube, Yasuo ist immer noch so ein Champion, der definitiv Bannpotenzial hat, weil du kannst ihn halt aktuell auf 3 Lanes flexen und auf 3, also Toplane ist vielleicht noch das größte Fragezeichen, aber gerade Mitte und Bot ist er ein S-Tier-Champion einfach. Und gerade wenn du da den Comfort-Champion auf Ezreal zum Beispiel auch hast, dann wirst du da schon relativ hart von rausgenommen. Also ich glaube, Yasuo ist so ein Champion, den man entweder selbst priorisieren sollte, aber da man jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, nochmal Red Side spielt, selbst gewählt sogar, denke ich, macht ein Yasuo-Bann auf jeden Fall Sinn. Und Yasuo und Corki, das hat ja auch beide Flexpick im Endeffekt. Wir haben am Anfang gedacht, dass Corki in die Mitte geht, aber im Endeffekt ist er auf die Botlinie gegangen und das war halt mega gut gegen Ezreal. Ja, aber ich muss sagen, ich fand die Antwort halt ganz cool, weil Ezreal so ein Champion ist, der in der Early Lane sehr defensiv spielt. Er gibt dir also Zeit und Raum, um scalen zu können. Und genau das nimmt Corki ja dankbar an, weil Corki hat eines der besten Late-Game-Scalings, kann sich halt ganz in Ruhe ins Game reinbringen. Hat das hier auch geschafft, sogar ein bisschen schneller, als man es erwartet hätte. Und in der Lane passiert nicht viel. Also ich denke, diese Option, den Corki auf die Botlane zu flexen, war eine übelst gute Option. Ja, wir sind alle gespannt auf das zweite Spiel. Wir gucken mal, ob der SK Gaming Prime da zurückkommen kann, weil im Endeffekt 0-2 hinten zu liegen wäre fatal und sehr viel Druck auf die Spieler. Und für alle, die in der Arena sind, es gibt eine Autogrammstunde wieder, gleich im Anschluss. Und Eis und Sola sind dort auch vor Ort, Tolkien auch vor Ort und Kutscher und KXNG. Also wenn ihr Lust habt, einfach gegenüber vom Merchstand. Ja, es geht gleich in die Pick-and-Bar-Phase rein und wir werden schauen, ob SK Gaming Prime da jetzt Antworten drauf hat. Ja, ich hoffe, dass sie halt einfach ein bisschen adaptieren, ihre Lektion mitgenommen haben. Ich meine, ihr Draft hat auch Potenzial gehabt. Es war jetzt nicht so, dass sie aufgrund des Drafts schon alles verloren haben. Guckt aber so ein bisschen eher so wie Comfort Champions aus 2018. Also das war eine nicht ganz so moderne Comp, sage ich mal. Auch der Aatrox Toplane war okay, der war definitiv nicht der Grund der Niederlage. Aber es ist halt auch ein Champion, wo begrenztes Potenzial besteht. Direkt wieder Tristana rausgenommen vom Big und Lucian, wie im ersten Spiel. Ja. Hat sich bis jetzt nicht viel geändert. Ja, also bis auf diesen Yasuo-Bann, denke ich, kann man die Pick- und Bann-Phase, beziehungsweise die Bann-Phase auch ähnlich gestalten. Braum jetzt auch noch rausgenommen. Yasuo ist halt immer noch wichtig zu sagen, dass wir ja noch auf dem alten Patch unterwegs sind, auf den neuen Dreier. Und da ist halt Yasuo noch nicht genervt, während halt seine Items schon gebufft wurden. Weil Yasuo bei 9.4 auch sehr stark ist. Ne? Also, ich meine, es ist also halt, er ist immer noch gut, ich glaube, er ist aber ein notwendiger Nerf auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Irelia hat auch wieder rausgenommen. Eventuell wieder den Jace-Bann. Ja. Der Big sagt dasselbe. Big muss ja im Prinzip nichts anders machen. Ja. Das war ein unglaublich cleanes Spiel von ihnen und SK ist jetzt im Zugzwang, ihre Pick-and-Bun-Phase anzupassen und Yasuo kommt wieder durch. Könnte man hier theoretisch auch einfach wieder First picken. Oh, wird auch direkt schon mal gehabert. Aber sollte mich auch nicht erinnern. Ja, eingeloggt, kein Problem, Triple Flex. Wird hier wieder sich selber zunutze gemacht. Galio ist die Antwort darauf. Mitglieder, das ist auf jeden Fall hard engage. Aftershock ist auf jeden Fall eine relativ nette Rune. Ja. Könnte natürlich oder wird wahrscheinlich auch eher der Galio Support werden. Ist natürlich Flexpotenzial noch da. Galio könnte, Lissandra könnte Toplane. Aber Galio, gerade Botlane sehen wir immer wieder häufiger. Und ist auch einfach eine gute Antwort auf diesen Yasuo, weil du mit diesem Taunt ohne Outplay-Potenzial, selbst mit dem Dash, 2 CCs hast, die Yasuo einfach nicht dodgen oder blocken kann. Schön ist, du hast halt mit diesem Galio auch Early Level Power Spikes. Also du kannst von Anfang an diese Lane dominieren, Level 3, Level 5. Die du dann nochmal durchbringen kannst. Das Ganze wird jetzt mit dem Alistar beantwortet. Ist nicht unbedingt das Potenteste. Es ist halt eher so diese, wir wollen safe scalen und später haben wir halt den Engage und den safe Knockup bei Alistar-Komposition. Genau. Ist einfach wieder so ein bisschen dieses Snowball, oh, großer Fan. Potenzial mit Alistar. Zoe, ja, doch. Du löst damit natürlich sehr früh deinen Flex auf. Das darfst du nicht vergessen. Aber tust du das? Wir haben Zoe auch schon Botlane gesehen, ne? Aber wieder, wahrscheinlich eher. Mit, also, ja, das eher wahrscheinlich mit. Das glaube ich in dem Fall wirklich nicht. Vor allem, weil Zoe ja auch immer so scheinmobil ist. Ja. Und diese Scheinmobilität bietet halt für Galio genug Angriffsfläche. Und wenn du halt ein Taunt auf diese Zoe durchbekommst, dann stirbt sie halt wirklich schnell. Das sieht man auch einfach. Alistar sehr contested. SK Gaming Prime hat das letzte Runde in der ersten Rotation gepickt. Diesmal nicht. Und Big hat ihn sich im Endeffekt geschnappt. Jetzt hier auch nochmal der Nocturne eingeloggt. Also man sieht schon, worauf SK diese Runde abzielt. Einfach sehr viel Global Pressure, genau. Sehr viel All-In. Einfach in your face. Und
da hat natürlich Yasuo ein bisschen seine Probleme mit, muss man sagen. Ja, sehr viel Crowd-Control. Genau. Also da muss man auf jeden Fall die MR-Boots holen. Vor allem nicht mal irgendwie skillabhängig, sondern halt Point-and-Click-CC. Mhm. Und das ist halt für Yasuo der Todbringer. Und dann die Ulti von Nocturne ist halt auch komplett ekelhaft dagegen zu spielen. Silas wird hier auch rausgenommen. Gegen Kindred waren, finde ich, unglaublich clever, weil Donnar ist natürlich kleiner Kindred-Main und das würde einfach so viel Pressure von dieser Lane nehmen. Auch der Ezreal-Bann macht Sinn, weil du hast jetzt mit Ezreal, Kaiser, Tristana die drei Comfort-Champions von G2E rausgenommen, Lucian hat er selber gebannt. Die Frage ist, was könnte da denn jetzt noch dazukommen? Also du hast bisher nicht mehr so viele Champions da Botlane, die wirklich gut in dieses Matchup reinpassen, außer du sagst einfach, wir wollen da lacht dein Herz. Also was ist das denn für eine Comp, bitte? Aber ich finde es ziemlich geil. Vor allem, übel. Wenn du dir die Comp anguckst, die Windball ist fast useless in diesem Szenario. Und das ist halt eins der stärksten Utensilien, um Yasuo quasi ins Game reinzubringen. Ja. Also ich muss sagen, sie schaffen gerade sehr, sehr gut, um diesen Yasuo-Pick herum eine Combo aufzubauen, die sehr schwierig für ihn zu handeln sein wird. Aber das war fairerweise auch zu erwarten. Wenn du den Yasuo-First-Pick nochmal durchlässt, dann musst du eine richtig gute Antwort haben. Auf jeden Fall, ich meine, SK Gaming Prime hat sich sicher gedacht, Pick wird sicher nochmal Yasuo-First-Picken und haben sich darauf vorbereitet. Sie haben sie im Endeffekt reingebetet. Und Vladimir war letzte Runde gebannt von Pick in der zweiten Phase. Diesmal durchgekommen. Bin gespannt, wie das sich für dieses Spiel auswirken wird. Urgot nochmal auf die Top-Lane. Ist ja auch noch nicht safe, muss man dazu sagen. Also könnte theoretisch Vladimir auch auf die Top-Lane flexen und diese Urgot stellen. Das könnte theoretisch eine Option. Es könnte noch ein ADC kommen. Ich glaube, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, ob es der Yasuo Midlane oder Botlane. Also es wird wahrscheinlich der Botlane Yasuo. Alles andere würde mich jetzt hier doch schon stark überraschen. Ist der Joani jetzt nochmal eingeloggt. Ja, ist, denke ich, trotzdem eine gute Wahl. Du hast jetzt nochmal dicke Frontline, um da so ein bisschen das Burst-Potenzial zu minimieren. Du hast wieder guten Engage selber. Aber SK hier mit einer, finde ich, zumindest deutlich, deutlich stabileren Comp am Start. Also Heroic würde das Ganze noch gut abrunden. Richtig schöner Duellant auf der Top-Lane. Auch Urgot kriegt halt irgendwann seine Probleme gegen diesen Pick. Urgot hat noch diesen kleinen Vorteil, dass er diesen Zombie-Wall extrem schnell einreißen kann. Aber das ist halt nicht alles, was halt Heroic stark macht. Und die Maiden zu handhaben ist für ihn wirklich schwer. Also SK's Draft gefällt mir gerade 10-mal besser als der im letzten Game. Ja, absolut. Ich würde auch ihn hier wirklich den besseren Draft zusprechen. Also, dass es ins 1-1 geht, ist sehr wahrscheinlich für euch. Ah, schwierig. Ich meine, das ist immer noch eine Comp, so ein Nocturne, Vladimir, wenn die wirklich behind fallen, dann macht das nicht so viel Spaß und du hast natürlich mit Zoe immer noch unglaubliches Snowball-Potenzial. Du hast hier die Yasuo Alistar Comp weiterhin, die aber gegen Vladimir Galio extrem wenig Potenzial haben sollte. Ja. Also ich finde die Champions League von SK hier sehr, sehr gut gewählt, muss ich wirklich sagen. Sehr viele Flexpicks wieder. Im Endeffekt ist in dieser Meta Flexpick das Wichtigste gerade. Also wenn die Spieler sehr viele verschiedene Champions spielen können, sehr vorteilhaft. Und Zoe in der Mitte, Urgot wieder auf der Top-Lane und Yasuo diesmal auf der Bot-Lane. Ah, Dreh- und Angelpunkt ist für mich wirklich die Zoe. Wenn die Zoe halt nicht richtig ins Spiel kommt, das alleine in die Hand nehmen kann, dann wird man ein großes Problem bekommen. Das Midlane-Matchup ist für Zoe tatsächlich ein sehr angenehmes. Als Lissandra hast du das Problem, du hast Aftershock mit dabei, du wirst aber im Normalfall nie dazu kommen, es halt gegen Zoe im 1 gegen 1 zu procken, weil sie halt einfach nach vorne springt, sie burst dich, wenn sie dich sleept, naja, dann kannst du halt währenddessen eh keinen direkten Crowd-Control anbringen. Und dafür aber Level 6 mit der Lissandra und der Nocturne-Ult ziemlich unangenehm für sie, denke ich. Also klar, sie hat Cleanse dabei, auf jeden Fall, aber der Druck da nicht zu sterben ist trotzdem da. So, das Problem ist ja, was du bei Nocturne ganz häufig hast, dass du halt mit dem Flash alleine nicht aus der Vier-Reichweite rauskommst, aber so kriegt halt ja, wenn sie Flash, nochmal den Movement Speed. Ja. Heißt, mit Flash glänzt, ist sie sehr wohl in der Lage, das Ganze zu überbrücken und ich glaube, das gibt ihm so die notwendige Sicherheit. Aber wir werden jetzt sehen, auf jeden Fall SK Gaming Primes Draft deutlich besser und wir haben jetzt natürlich die wunderbaren Caster Johnny und Brücki für euch am Start. Vielen lieben Dank euch da drüben und an meiner Seite ist zum ersten Mal eine Weltpremiere für mich tatsächlich der gute Brücki. Schön, dass für du mich hier auch. Bist. Mein Caster-Debüt, ne? Ja. Direkt auf großer Bühne. Ich bin gespannt. So ist es. Aber das ist ja auch das Schönste, ne? Man hat dann sofort die ganzen Leute hier, ne? Wir haben Borden, wir haben die Stimmung, wir haben die Spieler und wir haben natürlich auch eine Begegnung, wo wir jetzt die Pick- und Bannphase erlebt haben. Würdest du dich der Analyse anschließen? Ja, war ein kleines Fest, muss ich sagen. Der Draft war schon sehr interessant. Man hat quasi den Yasuo überall countert. Spannend. Jetzt kommt es auf die Ausführung an, aber ich sehe auch SK vorne, wie die Analysten auch. Ja. War auf jeden Fall schön zu sehen, auch dass man halt diesen First Pick quasi baitet. Ne? Man hat den ja so offen gelassen und man hat eine Antwort und zwar nicht eine, sondern 1, 2, 3, 4, 5, wenn man so will. Also da tatsächlich sehr viele Möglichkeiten. Wenn du dich jetzt so ein bisschen entscheiden müsstest, was so die Lane ist, wo Big vielleicht jetzt auch ansetzen kann, um dieses Game trotzdem an sich zu heißen. Ist es die Yasuo-Lane, versucht man ihn trotzdem zu enablen oder siehst du es ähnlich, dass es vielleicht über die Zoe laufen muss? Ich glaube, wir müssen, also Big sollte auf Top oder Mitte spielen, auf jeden Fall. Botlane ist zu sicher. Du hast Vladimir mit dem Pool und das Zoning wurde gerade schon in der Analyse angesprochen. Von Galio mit dem Taunt ist nicht dodgebar für Yasuo. Die Windfall ist fast useless hier. Ich würde nicht um Botlane spielen, ich würde ganz klar Top oder Mitte fokussen. Wahrscheinlich eher noch Toplane, weil Yorick wirklich leicht gankbar ist, ne? Und einen guten Setup hat. Ja. Da hat man die Möglichkeiten auf jeden Fall. Trotzdem Yorick ja auch ein Pick, den wir aktuell immer wieder sehen. Was macht diesen Champion aus deiner Sicht so stark? Urgot kann einfach alles. Ne? Also hat eine ultra solide Lane,
kann Lane-Bully sein gegen viele Champs, nicht gegen alle. Und Team fährt halt auch noch gut. Mit gutem Scaling. Also ist einfach der, so ein, der kann einfach alles. So einfach ist es tatsächlich. Wir haben jetzt hier gesehen, dass der 120 Ward auf Seiten von Big tatsächlich zerstört wurde. Das heißt, da hat Don Arts natürlich die Möglichkeit, das Ganze im Zweifelsfall nochmal ein bisschen auszunutzen, was die Jungle-Route angeht. Ansonsten allerdings unten sehen wir schon, die Botlane von Big darf zuerst die Wave pushen. Und du als Botlaner, ne, da geht einem natürlich das Herz auf, oder? In dem Matchup geht tatsächlich das Herz auf, weil du willst den Push sowieso nicht contesten als Vladimir. Ist absolut, absolut okay, hier den Push abzugeben und den Pull für den Jungler zu geben. Hilft auch Don Arts im Jungle natürlich unheimlich weiter. Hat einen kleinen Tempo-Boost, sagen wir mal. Ja, also du meinst natürlich Frenic, aber ich bin ganz bei dir. Oder? Frenic hat Tempo, sicher. Der spielt ja auch bei SK. Ich bin ja immer alles in Ordnung. Ne, ich meine, man kann auch den Enemy-Jungler mal im Pull geben. Passiert natürlich seltener. Hier oben auf der Top-Lane sehen wir, dass Ugo da so ein bisschen sein Unwesen treibt. Auf der Mid-Lane wird es sehr spannend zu sehen, weil wir sehen Zoe relativ oft in Lissandra rein. Man hat, oh, Redemption Level 2. Er spekuliert, skillt W-Level 2, was eh schon immer so ein Minigamble ist, und kriegt Redemption. Da geht mir jetzt das Herz auf, bin ich ehrlich. Ne? Bringt den Lane-Push in dem Moment und du kannst einen Free-Trade nehmen. Du hast einfach einmal einen Free-Trade gewonnen, sehr schön. Ja, guck mal jetzt. Hier. Zack, zack, hallo, Protobate auch noch, Bruder. Und da ist die Wave auch durch. Das ist halt komplett on fire. Also da hat er auf jeden Fall Spaß. Das bedeutet auch natürlich hier für Frank, dass er sehr froh sein kann, dass er die Krabbe schon hat. Ansonsten hätte sie nämlich niemals bekommen. Der Contest ist quasi überhaupt nicht möglich. Und hier unten ein schöner Double Tornado. Der taunt allerdings dagegen und den Headbutt einfach genutzt, um eben Distanz zwischen Kidui und Kasi zu bringen. Aber trotzdem sieht man schon, trademäßig war das eigentlich sehr schön für Big und trotzdem helfbarmäßig nicht erfolgreich. Ja eben. Also Big hat den Engage quasi sogar gesucht, hat aber natürlich keine Schnitte gegen Galio Vladimir zu dem Zeitpunkt. Der Matchup wird übrigens auch nicht besser. Ne? Also was wird das denn jetzt hier? Also da kommt Don Arts auch noch dazu. Wollen die hier vielleicht tatsächlich einen sehr, sehr frühen Dive forcen? Hat Kidui noch keinen Pool geskillt oder hat er ihn? Es wird sich jetzt hier klären. Ist sie nicht danach aus? Der Knocker ist da, das Ignite. First Blood für Yasuo. Sie spielen tatsächlich über die Botlane hier und sie haben natürlich drei Minis. Das bedeutet die Seju-Passive sehr, sehr oft. Aber ich meine, das kannst du auch als Botlane kaum erwarten, oder? Extrem smart. Einfach extrem smart. Vladimir noch keinen Pool geskillt. Dost hatte vorher seinen Taunt schon rausgehauen, heißt, es gab keine Antwort mehr für den Dive. Extrem gutes Parting von Don Arts und gut ausgeführter Dive-Unterschied auf jeden Fall. Ja, und vor allem natürlich auch da die Information, die man auf der Map hat, wieder genutzt. Man hat gesehen, hey, Frenic hat unten die Krabbe gemacht, der moved also Richtung Topside, Jungler kann nicht da sein. Und Level 3 Dive, da kannst du halt auch fast nur mit sowas wie Alistar, ne? Der das schön den CC ranbringt. Sejuani natürlich auch zur Stelle. Starker Beginn und das ist natürlich ein bisschen überraschend, weil wir hatten hier eher erwartet, dass es über die Top-Side laufen wird. So natürlich jetzt die Botlane mit ein bisschen mehr Möglichkeiten. Aber reicht dieser Kill aus deiner Sicht, um auf dieser Botlane jetzt hier vielleicht sogar dominant agieren zu können? Ich glaube trotzdem nicht. Dafür die Safety-Tools klappen auch noch, wenn du 5-0 bist. Ja, also der W von Vladimir, der Taunt von Galio ist einfach zu krass. Ich glaube, Galio kannst du vielleicht abholen, wenn die jetzt pushen und nicht aufpassen. Dann kannst du durch den Main-Stash und so. Aber im Grunde genommen sollte SK-Spot dann trotzdem noch weiter farmen können, immer noch gut in Lane dastehen. Ja, war noch zumindest so klug, ihre Summoner-Spades nicht zu nutzen. Das heißt, auch da bietet sich jetzt auch nicht unbedingt weiter an, massiv reinzugehen, wenn gleich Kase hier natürlich sich nonstop gönnt. Und jetzt wird natürlich viel darüber laufen. Ja, Taunt geht rein, aber das ist nicht so wichtig. Wie man jetzt tatsächlich hier diesen River-mäßig contesten kann. Ne? Ich meine, mit einer Lissandra und mit einem Nocturne hast du da sehr viele Möglichkeiten. Der Nocturne will natürlich Richtung Level 6 farmen, das heißt, er wird jetzt hier seine Power-Jungle-Route fortführen. Er klärt einfach vom Bot Richtung Topside-Jungle, nimmt jedes Camp mit, was er hat. Wenn er die Krabbe auch noch kriegt, ist er sehr glücklich. Und es sieht so aus, als würde Don Arts sich hier auf den Weg machen zu kleinen Lane-Gank auf der Top-Lane. Jörg, Free-Gank. Kann man versuchen, war aber hier nur, glaube ich, als Backup da. Ja, falls Ur gegankt wird, stellt er sich einfach hin. Ne? Man weiß also, man hat also keine Informationen zu Frenic gerade auf Seiten von Big. Man muss dazu sagen, SKs Lineup ab Level 6 erst explosiv. Ne? Also alles, was vor 6 passiert, ist eigentlich gar nicht in ihrem Interesse. Und ab 6 können wir gerade von Lissandra und von Nocturne, denke ich, einige Roams auch erwarten. Was man spielen könnte, wäre, Nocturne moved in die Mitte rein, verschafft der Lissandra so ein bisschen Priorität. Und man move dann zusammen auf die Top- oder Botlane. Das wäre so ein Standard-Play, den sie machen könnten. Ja, definitiv, da bin ich bei dir. Gerade hier natürlich auch ein gewisses Dive-Potenzial. Gleichzeitig hätte man natürlich auch Möglichkeiten, den Galio irgendwann, wenn er Level 6 ist, auch mal von der Lane wegzuholen. Aber aktuell bietet sich das einfach noch überhaupt nicht an. Und wir werden jetzt sehen, dass Sejuani und Alistar hier zusammen unterwegs sind, um die Vision aufzubauen. Das ist sehr wichtig, weil wir haben es gesagt, die Botlane ist in der Theorie in der Dauergefahr ab Level 6 von Nocturne. Und dann willst du halt früh diese Deep Vision haben, du willst den Nocturne sehen, weil er natürlich auch aus Wegen ganken kann wie, naja, kaum ein anderer Jungler, ne? Das ist ja auch sehr anstrengend als Botlane. Absolut.
Das ist eine gute Absicherung hier. Das letzte wird, also wenn jetzt Big Bot denn vorbereitet ist mit Vision technisch, könnte man eventuell auf so einen Top-Lane zu ganken, nachdem Bot denn abgesichert wurde. Man hat jetzt gute Informationen auf jeden Fall, wo Phoenix sich befindet. Und kann dementsprechend auf der Map agieren. Ja, auf jeden Fall. Was natürlich ja auch ist, ist, dass die Lissandra nicht gegen Clans gegangen ist, gegen eine Zoe. Da haben wir es eben gesehen, da kam der Bubble-Versuch. Wenn der hittet, dann wird es selbst für eine Lissandra hier sehr schwer. Klar, sie hat meist die Möglichkeit, zumindest noch nach dem Schaden der Bubble dann irgendwie in die Ultimate zu gehen. Aber es tut halt einfach nur unglaublich weh. Und das ist natürlich ein relativ hohes Risiko, was Big bis zu diesem Moment noch nicht punishen konnte. Da haben wir ein bisschen Angst, ne? Als Midlaner, wenn du den Buff nicht kriegst, ist einfach traurig. Man muss aber sagen, dass für SK, glaube ich, gar nicht in SKs Interesse. Oh, nicht nach vorne gehen, Sasa, das ist gefährlich. Ja, da war der Bait auf jeden Fall da, relativ nah am Tür. Trotzdem, das heißt, mit einem Flash kann man das Ganze hier überleben. Lissandra kriegt nicht die eigene Ultimate raus. Ich meine, Clans wäre eh da gewesen. Und dementsprechend tradet man Ultimate für den Flash. Botlane wiederum auch, Kase wieder sehr aggressiv. Der Prüf von Kidui blockt eigentlich wenig an Schaden. Und damit vielleicht die Möglichkeit, gleich wieder ein Play zu forcen. So sollte man im besten Fall nicht poolen. Ne? Ja. Man sollte schon den Knockup nach Möglichkeit poolen. Ist eigentlich so ein bisschen so ein Mindgame. Der Yuzu geht auf dich drauf und kann entweder diesen Dreh-Q reinwerfen, wo du sofort Knockup wirst, oder wartet, du eht dich nur an und drückt dir dann den Q, nachdem du in den Pool gegangen bist. So ein kleines Mindgame in dem Matchup. Was aber hier, ja gut, was Kidu hier verloren hat, kann man so sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also da war wenig Damage. Vielleicht hat er einen Auto-Attack dadurch nicht abbekommen, aber das ist auf jeden Fall nicht genug. Was der Smart von Jannax war, ist, dass er jetzt natürlich dadurch, dass er die Ultimate noch abhat, zwar immer noch keine Kill-Pressure auf die Zoe hat, die hier immer noch eher Clans zur Verfügung hat, aber man könnte tatsächlich die Sejuani noch mehr pressuren. Also das haben wir eben immer wieder gesehen, dass dann natürlich Frenic auch versucht, ein bisschen aggressiver zu gehen. Und Sase gönnt sich hier auch nochmal einen Heal, ne? Ah, Zoe ist einfach ein toller Champion, ne? Ich wollte ansprechen auch eben, warum Jannax wahrscheinlich, also aus meiner Sicht, wahrscheinlich kein Clans mitgenommen hat. Ja. Ich denke, SK möchte hier ganz gerne in 1-2-1 reingehen. Oh ja. Und das Ziel von SK also ist nicht, Jannax gegen Sase zu stellen. Sie wollen wahrscheinlich Jannax entweder in den Urgot reinstellen, würde funktionieren, oder im besten Fall in den Yasuo. Und deswegen braucht er selbst keinen Clans, ja? Kann aber andere zu forcen, Clans zu nehmen. Wäre auf jeden Fall eine gute oder eine bessere Option für SK. Auf jeden Fall, gerade Richtung Mid-Late-Game. Ich muss sagen, trotzdem, dass ich. Ist trotzdem Bolse, würde ich sagen, gegen das Sejuani Zoe. Also da muss man auf jeden Fall in die eigenen Fähigkeiten vertrauen, aber Jannax tut das hier und ich meine, er hat bis jetzt keinen Fehler gemacht. Er wurde einmal von einer Bubble getroffen und da war gerade Nocturne hinter ihm. Also auch da kann man einfach mal Absicht unterstellen. Starke Begegnung von ihm und wir sehen jetzt hier die Übergabe des Blue Buffs auch auf Seiten von SK. Ein sehr ruhiges Spiel. 500, 600, 700 Gold liegt hier für Big. Pi mal Daumen, je nachdem wie gerade die Waves stehen. Trotzdem muss man sagen, dass bis hierhin farmmäßig alles sehr eng ist. Aber der Yasuo kommt relativ gut in die Begegnung rein. Und ich glaube, das wird Big erstmal freuen. Absolut zu erwarten aber. Also bei dem Matchup ja. Und beim Bottle-Matchup ist es tatsächlich nur der Fall, dass der Yasuo dich nicht aggressiv punishen kann. Du aber andersrum auch nicht, ne? Dann ist Yasuo Botlane. Man hat leider das Pinkfort übersehen, gerade am Blue Buff. Das gibt relativ Informationen. Oh, jetzt ist der E auch noch raus von Jannax. Das heißt, Sase könnte jetzt hier probieren. Und Aftershock trotzdem geprockt. Jetzt kommt noch ein Arzt dazu. Das heißt, die nächste Ultimate drauf. Oh Gott, Ultimate auch noch. Da kommt die Sandra trotzdem nochmal in die eigene Ultimate. Flash nochmal. Jetzt nochmal das Ignite oben drauf. Und damit hat hier White Knight den Kill. Das war ein schönes Punishment. Ja, ein bisschen zu viel Liebe von Big für Jannax. da waren drei Leute am Start. Er hat ein bisschen overextended. Die Kralle auch nur zum Überbrücken der Distanz genommen. Da kam wahrscheinlich der Top-Lane-Call zu spät. Das Top-Lane fehlt. Im 2v1 stirbt er dann niemals, aber wenn er weiter dabei ist, reicht es dann am Ende doch. Ja, wichtig hier trotzdem, dass Jannax halt dieses Aftershock da prockt, weil sonst ist er, glaube ich, sofort drin. Hier der W ganz stark, dadurch kriegt er halt die 10 Millionen Resistenzen, bekommt dann hier nochmal die Möglichkeit, in die Ult zu gehen. Wenn er das überlebt hätte, das wäre halt insane gewesen. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Und so bekommt hier Big den ersten Kill. Hat Sase gerade tatsächlich ein W Ignite gehabt, ja, ne? Ja, selbstverständlich. Absolut, schön. Freut mich, der Champ. Ja. Das ist klasse. Macht Spaß, ne? Erstmal ein Redemption, dann kriegst du ein. Aber ganz ehrlich, das auf Level 2 Redemption into Protobate, ich glaube, das hat wahrscheinlich so eine 0,01%ige Chance, dass du es kriegst. Aber wenn du es kriegst, ist die Lane halt. Ja, ab dem Moment. Und jetzt Ignite. Stell jetzt ein Protobate vor. Ja. Hätte keinen interessiert. Ja, gut, ne? Macht auch Schaden. Ja. Aber klar, das Ignite hier auf jeden Fall nochmal ein extra lecker, möchte ich sagen. Und ja. Ich bin mir gar nicht hochputzig. Ich meine, war es definitiv von Sase. Es könnte ja auch White Knight mit Spellbook gewesen sein. Mhm. Auch das möglich. Aber das bleibt jetzt erstmal denen ihr Geheimnis. 1200 Gold Lead. Oh oh, Midlane ist auf jeden Fall am Start. Da kommt nochmal der E raus. Aber da ist die Galio Ultimate. Da kommt auch Glenz. Und er lebt ja immer noch die Ultimate zur Seite. Jetzt ist er erst down zu den Nuxalord. Kann hier nur nochmal den Flash von Frenic baiten. Oder ziehen, besser gesagt. Und damit dieser Kill. Aber viel, viel Investment.
Ich dachte erst, Frenic hat einen kleinen Fehler gemacht, indem er nicht durchgegangen ist für die nächste Auto-Attack, aber er hat den Red Smite Damage gut einschätzen können. Der stand zum richtigen Zeitpunkt und die Combo. Gute Aktion insgesamt. Auf jeden Fall. Und damit. Im Zentrum gespielt. Wunderbar. Ja, also man kann hier tatsächlich zurückschlagen aus der Sicht von SK. Da hat man auch schön diese Combo gesehen hier aus Nocturne Ultimate und Galio Ultimate. Ne? Das sollte fast verboten sein. Genax hier zur Stelle. Cleanse dann genutzt für den extra Movement Speed und hier abgeholt worden. Wenig Chance. Ich glaube, wenn Sase da den W von Genax cleanst, wird er geultet. Vergiss, was ich gesagt habe. Ja, also ich glaube, das ist echt super schwer, das Target zu finden. Aber ich glaube, in dem Moment, wo er Cleanse eingesetzt hat, was trotzdem nicht sinnvoll, weil er hat noch das Ignite danach kassiert von DOS. Wenn er das wegkriegt, überlebt das. Aber ich meine, das ist natürlich auch Meckern auf hohem Niveau. White Knight jetzt oben hier im Duell und da sieht man jetzt ganz schön, wie er da eingesperrt wird. Don Arts wird er das hier tatsächlich nochmal stealen. Er geht rüber. Der holt sich den Vandalos bei Frenic. Der wird jetzt auch noch angegangen. Da ist der Knockup zur Stelle und Sase bedankt sich für einen einfachen Kill. Was war das denn für ein Stil? Extrem gieriger Move von SK. Man hat gerade drei Ults, zwei Ults verwendet, um Mitte Sase zu holen. Dann ist Sase zurück in der Map, kann quasi mit der Wave noch annehmen und SK geht trotzdem für den Dragon Fight, beziehungsweise nicht mehr für den Fight, sondern einfach für den Dragon Attempt. Wird hier gut gepunished. Kill und Drake geht dann mit an Big. Tut ein bisschen weh. Oh, apropos wehtun, da ist die Ultimate von Yasui. Jetzt der Knockup da von Alistar. DOS muss raus, aber der hat da trotzdem noch einen Ignite auf sich. Wird er das überleben? Die Antwort ist nein und damit geht hier tatsächlich der nächste Kill an die Botlane von Big. Schön gekommen, die TCs mit Yasuo begonnen, dann mit Alistar hinterher. Da kommt das so nicht mehr raus, muss ein bisschen besser aufpassen. Bisschen kleine Unkonzentriertheit mehr von SK zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Sase mit dem nächsten Protobell kann sich ja nicht beschweren. Vielleicht geht er hinterher nochmal ein bisschen Lotto spielen, das ist definitiv möglich. Er kann sich da einiges gönnen. 2000 Gold liegt jetzt auch zugunsten von Big. Toplane sehr, sehr entspannt. Ugot klar ein Kill mehr, aber das entscheidet nicht die Lane. Aber vielleicht tut es dieser Gang von Sase, der hier die Map weiter beackert. GTTA Teleport kommt. Der Flash ist schon mal da von Ugot. Oh, Flash von White Knight. Was willst du denn da? Das ist eine Unterzahlsituation. Schöne Bubble trotzdem. Oh mein Gott, die Ugot ult. Und der 4 kommt auch noch raus. Kommt der vielleicht sogar nochmal weg? Nein, der 4 von Frenic ist zu stark. Sase kriegt auch nicht den Damage gegen Frenic. Kann jetzt Alex nochmal für die Bubble gehen. Geht nochmal für die Q. Geht nochmal für die Ultimate. Chilling Smite bzw. Red Smite war es nochmal hinterher. Der Damage reicht nicht ganz. Aber DOS, was machst du denn da? Mein Junge, wird jetzt hier natürlich auch nochmal gestunt werden. Die nächste Bubble trifft Sase. Gönnt sie hier ein nach nächsten. Oh, Misskommunikation. Trotzdem der Damage hier von Zoe durchgegangen. Das bedeutet der nächste Kill für Sase. 2-1-2. Big dreht hier auf. Ja, DOS hat Bock, sag ich mal. Ne? Situation hat begonnen, indem Sakura oben die Wave rauspushen wollte, aber ein bisschen zu overextend war und nicht auf den Misscall von Mitte reagiert hat. In dem Fall jetzt hier. Wir sehen jetzt nochmal. Sase moved also hoch. Sakura flasht gut den Q. White Knight Flash hinterher. Und man denkt jetzt erstmal, White Knight, was machst du da, Junge? Aber das war sick. Also die absolut, Ultimate. Absolut geiler Snipe. Holt hier die Lissandra weg. Ich dachte für eine Sekunde, er kommt sogar noch weg. Aber Frenza geht da gut hinterher. Ja, und ja, dann ist eigentlich die Situation einigermaßen bereinigt. Klar, Frenza kriegt hier nochmal von Sase. Die ist mit der Knallpflanze rüber, DOS. Die Q ins Gesicht. Aber DOS ist dann auch da. Mal, der ja? Ist halt wirklich mit der Knallpflanze übers Nashbit. Dachte da, man könnte das noch tören. Aber sein Team sah das völlig anders. Flash dann auch nochmal hier von Alistar, obwohl DOS eigentlich kein Flash mehr hat. Also ich glaube, das war fast ein bisschen zu viel des Guten. Aber trotzdem, ich meine, beschwerst du dich nicht. Stark gemacht von Big, die auch in dieser Partie wieder 3000 Gold vorne sind. Und vor der Partie hat jeder, den man hier tatsächlich hinten gefragt hat, gesagt, ah, 3-0 oder 3-1 für SK. Jetzt sind wir kurz vom 2-0 von Big. Woran liegt das? Ist aber auch kein SK, so wie wir das kennen. Ja, also SK in der komplett bisherigen Season immer Early Game dominant, immer von da aus gesnowballt, immer von da aus gewonnen. Ich glaube, sie haben insgesamt gegen die Top-Teams zumindest einen Lose. In allen Wettbewerben kann ich hier auf jeden Fall nicht fortführen. Bisher, offline. Eventuell ist aber auch dieser SK wird immer zweiter Flug ein bisschen zu hart für sie. Ne? Uff. Ja, möglich ist das natürlich. Also da ist vielleicht auch so ein bisschen der psychologische Faktor natürlich dabei. Das darf man auch nicht völlig außer Acht lassen. Aber so oder so, es kann natürlich auch mit dieser Comp, du hast es gesagt, ab Level 6 macht die Comp quasi Spaß. Level 11 ist jetzt auch nicht schlecht, ne? Nimmt man hier auch gerne mit. Dadurch hat man nochmal mehr Optionen. Und jetzt hier unten hat man die nächste Option aus der Sicht vom Big. Oh, DOS ist da wieder ein bisschen in Gefahr, kann den Taunt hier allerdings durchbringen. Damit natürlich auch Aftershock gepockt. Kasi jetzt mit der Ultimate. Reicht das Damage-mäßig? Oh, die Galio-Ultimate wird hier nochmal abgebrochen. Kasi mit dem Flash in den Busch, will den Damage hinein, geht mit dem Double-A raus. Die Ultimate von Don Arts ist da. Big holt sich 2. Genax ist nur noch da, um zuzugucken und zu applaudieren. Und damit die nächsten Kills hier und sogar der Herod noch hinterher. Ja, in dieser Aktion war auf jeden Fall jeder Kill wichtig,
Top direkt auch nochmal Action. Ja, da wollen wir scheinbar nochmal mehr. Frenic ist da allerdings schon ein bisschen bedroht, muss aufpassen. White Knight wiederum kriegt hier natürlich auch von der Freundin von Yorick einiges ins Gesicht und dementsprechend ist das zumindest der Crossmap-Play, aber unten ist halt ein Herod auf Touren. Das sollte besser für Big ausgehen. In der Bottom-Aktion war auf jeden Fall jeder Kill wichtig von mir so, sonst geht die Situation so auf jeden Fall nicht aus. Man hat hier den Support gefokust, aber so langsam merkt man bei Kidui, er kommt so rein. Er hat so, er steht zwar 0-2, aber er hat einigermaßen gut gefarmt und jetzt den ersten Item. Das heißt, Yasuo kann jetzt nicht mehr einfach so ignorant auf DOS engagen. Das Problem ist, hier hat es natürlich trotzdem nochmal halb funktioniert. DOS bleibt ein bisschen in der Wand stecken, kann dann hier diesen Double Taunt setzen. Das war super wichtig. Kidui in der Zeit von diesem Headbutt so weit rausgenockt, dass er nicht seinen empowerten Q nutzen kann. Und das ist so wichtig, weil das ist der Schaden, der fehlt. Aber absolut gut. Mechanically sehr gutes Spiel von Big Spotlane. Wie du schon erwähnt hast, mit dem W raus. Jinx geht da einfach nochmal raus. Ja. Top in die Aktion. Hätte ich mir viel mehr gewünscht in dem Game, aber von beiden Seiten. Also beide Toplaner haben eigentlich einen guten Gang-Setup und beide Toplaner haben auch die Jungle, die hat durchziehen können. Hier belohnt sich jetzt Frenic dann mit dem Kill auf den Urgott. Wir sind im nächsten Dragon-Attempt. Wird nicht gespottet, wird aber nicht gefightet. Also SK weiß jetzt auch, wir sind behind, wir wollen jetzt noch nicht fighten, wir wollen das Game jetzt nicht immer weiter snowballen für Big. Und man gibt den Cloud-Drake hier einfach ab. Aber ich meine, du sprichst es an, man will jetzt nicht fighten. Wann ist denn der Moment aus deiner Sicht, wo SK mit dieser Combo tatsächlich für die Teamfights hier nochmal gehen kann und gehen will? Teamfights ist ein gutes das Schlagwort quasi. SK möchte gerne ins 1-3-1 gehen. Man möchte jetzt geht man so lange ins 1-3-1 und jetzt sieht man auch so ein bisschen das Setup. Vladimir möchte ganz gerne gegen Zoe gehen, nicht weil ihm das so viel Spaß macht, aber weil er die halten kann. Ja. Und auf Sideline hast du dann mit... Ich habe da vielleicht eine schlechte Nachricht. Ja, mit dem Halten hat Kidu jetzt anders. Okay. Hat's überlebt. Alles gut. Noch, ja. Hat jetzt wirklich überlebt. Aber Spaß hat er zumindest nicht, ne? Nee, also da hast du auf jeden Fall recht. Und damit dann hier natürlich über die Sidelanes zum Erfolg kommen. Yorick ist da definitiv jemand, der da generell natürlich für programmiert wurde. Ich denke, das darf man einfach so sagen. Die Sun halt eben auch. Und was du dann machen kannst, ist, du kannst Nocturne und Galio auf die Sidelanes dazuziehen und hast immer eine Überzahl. Ja. Das ist so der Grundgedanke der Teamcom. Man kann aber auch teamfighten. Also wenn Big jetzt irgendwie grouped, Priorities of Sideline zuerst holt und dann grouped, man kann SK auch mit Teamfights antworten. So, aber jetzt mal ein Blick auf die Minimap, ne? Weil das ist hier von Big eine ganz, ganz klare Ansage. 5 Mann auf dem Weg zur Botlane und Kasi, der macht hier gegen Yorick schon einiges. Frenic, wenn du da jetzt reinholtest, dann bist du auch noch ripped. Der muss dich da verabschieden. Hau noch den Q raus. Das ist auch okay. Der Flash von Yorick, ja, war ein Versuch wert, aber Kasi lässt sich da nicht so einfach machen. Und damit kann man zumindest auf einer Seite kollapsen. Und du hast angesprochen, man kann Überzahlen kreieren, aber nicht gegen 5 Mann. Absolut. Als hätten sie mir zugehört, ne? Stehen so unten, warten darauf, dass der Nocturne auch noch reingeht. Beziehungsweise holen hier einfach den Yorick ab. Und da war noch nicht genug Druck auf dem Rest der Map. Also, wenn Sarka und Fennec da unten einen Play machen wollten, hatten halt Kidui und DOS Mitte noch keinen Push. Nicht ausreichend, um den Tower zu punishen. Und auch Jennax hat oben, ist jetzt erst am Tier 2 angekommen. Wenn man sich da ein bisschen mehr Zeit lässt und die anderen Lanes pressured, kann man da mehr rausholen. Beziehungsweise man wird unten dann einfach nicht gecatcht ohne Punishment. Da gibt es immer ein sogenanntes Cross-Map-Play. Ja, bin ich ganz bei dir. Das ist etwas, was im 1-3-1 ja dann auch immer dafür sorgt, dass es so oppressive aussieht, dass es so stark aussieht. Wenn 1-3-1 gut ausgespielt wird, denkt man sich mal, ja, was hätten sie denn machen sollen? Ja, meistens 5 Minuten vorher, Dinger. Also das ist wirklich, dann ist guter Rat teuer. Hier hat gerade Jennax seinen Flash wieder verloren, weil er sehr aggressiv mit dem E immer wieder die Wave annimmt. Dafür wurde er jetzt schon 2-mal gepunished in diesem Game. Es denkt sich aber immer noch, kann ich machen. Wenn er Vision hat, ist es auch gar kein Problem. So ist das hier und da natürlich ein bisschen schwerer. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber bisher sind alle Fehler durch SK oder alle Fehler von SK passiert durch Misskommunikation zwischen Sarka und Jennax. Hier auch wieder. Ja. Jennax hat nicht deutlich genug machen können, dass er noch keine Pressure Topside hat und so weiter. Das bin fast jede Aktion gewesen. Bin ich bei dir? Ich finde aber auch, dass dieses Duo aus Frenic und DOS hier aus meiner Sicht noch mehr... Also ja, ne, das kommt natürlich davon her, aber die beiden mit Nocturne Galio würde ich mir eigentlich viel mehr von diesen Ultimates wünschen. Weil auch so eine Situation gerade, wenn da zumindest nur Alistar und Yasuo unterwegs sind, kannst du mit Nocturne Galio das easy nochmal rausholen. Da fehlt ein bisschen auch das Setup für. Dafür willst du diese 3 Leute in der Mitte haben, du hast es angesprochen, weil dann können sie auch auf die Karte sich austoben. Aktuell passiert das noch nicht. Aber Big kann diesen Snowball-Vorteil oder diesen Vorteil, den sie aktuell haben, auch nicht weiter ausbauen. Das bedeutet, SK hat hier noch ein bisschen Zeit, ihre Comp kennenzulernen. Ja, ein bisschen Übung muss noch sein, ne? Noch ist kein Meister von mir gefallen, sag ich mal. Und, ja. Jetzt spielt man auch mit einem 4-1. Ja. Wo
Wo man jetzt, man kriegt aber kein Engage hin. Also du kannst eine Zoe zu engagen, ist auch immer so eine schwierige Sache. Vor allem mit Cleanse, oh, das ist so schwer. Dieser eine Cleanse ist einfach schon so viel Absicherung. Vor allem, weil der Movement Speed dazukommt. Ich meine, Ice hat das eben auch in der Analyse sehr schön gesagt. Und oben Jannax, ja, gegen Kasi. Selbes Level übrigens, ne? Das ist potenzieller ADC gegen potenzieller Midlaner. Und es potenziell nicht, was er haben will, als klar. Nee, auf gar keinen Fall. Also das tut ordentlich weh. Ultimate-mäßig hier auch die Sterax-Variante bei Yasuo statt Infinity Edge Second. Dementsprechend ein bisschen mehr Bruiser-Bild. Sehen wir natürlich auch öfter. SK ist ein bisschen hilflos. Wissen nicht genau, lassen sich von Big ein bisschen das Tempo diktieren. Big kann hier wieder Überzahl schaffen auf der Topside. Oh, jetzt wird's aber spannend, weil das ist genau mal die Kombo, die wir haben wollten. Das Cleanse allerdings von Yasuo, der Flash ebenfalls schöner. Zweimal Knock-Up in die Backline. Da ist jetzt auch noch Whitener dazu. Und jetzt sind wir in 5 gegen 5 hier. Sase mit dem E stark gemacht. Das ist ein wichtiger Sleep. Da ist man währenddessen in dem Pool. Das ist trotzdem wieder der Kill für Big. Und das war der Versuch von SK, die Kombo auszuspielen. Aber Big ist sofort mit Mann und Maus da am Start, um ihren Yasuo zu helfen. Größte Problematik an diesem Place, wir haben die Kombo einmal gesehen, wie du angesprochen hattest, mit Noxion und oh, Jannax, der nur noch 1 AP. Hat's aber überlebt, okay. Nee, nevermind, der ist down. Sasa hat hier richtig Bock, geht nochmal für den E, geht für das Cleanse, aber geht auch für 7 Millionen Turret Hits into Flash. Nimmt sich nochmal eine Knall auf den Weg raus. Ziehen sie lieber nochmal 200 Gold ein, wenn sie losgehen. Es gibt auch noch den Nash. Pick dreht hier auf einmal auf. Ja. Was war da los? Das darf man natürlich auf jeden Fall nicht sagen, dass das Game ist jetzt, ne? Aber ist auf jeden Fall, das Ergebnis ist auf jeden Fall nicht gut. Wir haben die Combo gesehen und so sollte man sie nicht spielen. Was Frenic und DOS gemacht haben, ist quasi die. Man sieht hier, dass Big zuerst da ist, okay? Ja. Und du kannst nicht als Nocturne Kallio hier rein ulten, weil die halt schon da sind. Du möchtest gerne mit deiner Ult diesen Tempo-Vorteil, diese Distanz, diese beiden Ults mit sich bringen, ausnutzen, um mehr Zeit zu haben, um den Yasuo in dem Fall zu töten. Was du jetzt hast, ist ein All-Out-Teamfight und da ist Big, gerade weil so Heads sind, natürlich klar im Vorteil. Da bin ich bei dir und jetzt sehen wir es hier auch nochmal im Speed. Sase geht hier sehr aggressiv rein mit dem Flash Auto-Attack, geht da noch hinterher mit noch einem Flash, hat dann hier natürlich auf dem Rückweg auch nochmal den Flash von Lissandra liegen, nutzt vorher aber nochmal Cleanse, um dann rauszuflashen. 4 Summoner Spades innerhalb von 15 Sekunden. Njam, njam, njam. Ich liebe sowas. Ich liebe es zu sehen, wie man Zoe spielen kann. Ja. Ist einfach. Ist sehr schön. War aber schon ein bisschen Overkill. War so ein bisschen schon für die Galerie gespielt. Man hätte auch den Nash nicht verteidigen können, selbst wenn Jannax noch lebt. Nash zum Contesten ist mit der SK-Comp gar nicht so einfach. Ja, da bin ich bei dir. Also klar, wenn man die Ultimates ab hat, dann schon. Aber ohne ist das schon sehr, sehr schwer. Ja, und ich denke, es ist auch der Moment, wo wir Big auch einfach mal ein großes Kompliment dafür machen müssen. Wir haben es gesagt, SK, oh jetzt vielleicht mal, allerdings hier sofort wieder mit den Engage. Frenic ist da vorne drin. Hinten wiederum kann Alistar super viel Zeit rausholen. Das heißt, Frenic ist jetzt hier auf jeden Fall down, hat sein GA. Kidui hat gleich nochmal den Empowered Q. Das wird seiner Lebensanzeige nochmal helfen. Aber Sir Nukes hat Forst ihn wieder weg. Was der da hinten macht, ist unfassbar stark. Jetzt die Ultimate von Sejuani und auch White Knight, der hier nochmal authentiert. Zwei Turret geht, man forst sie weg, man hat den Nash-Buff, das wird ihm mindestens auch wieder ein Turret werden. Ja, auch SK ist sich hier im Klaren darüber, dass sie jetzt irgendwie ein Hero-Play machen müssen, Hero-Play starten müssen. Haben sie versucht, Frenic und Kidui haben sie für den Shutdown-Gold auch holen können. Ist an sich sogar okay, leider findet man sehr viele Objectives dafür. Ja, absolut. Und ich muss hier auch nochmal den Alistar rausstellen, ne? Was der da hinten macht, das ist so lächerlich. Der geht da rein, der hält die Leute da einfach weg, der kann die Solo-Zone. Und apropos Solo-Zone, das ist jetzt hier natürlich der Inip. Und unten ist allerdings Sakra im Solo-Push und holt sich zumindest noch den Tier 2. Ich denke, das ist das Beste, was man aus der verkorksten Situation noch macht. Ich denke, das Gold ist hier gut abgetradet worden, tatsächlich durch Shutdown-Gold bekommen. Hier sind wir die Situation nochmal. Ist so ein bisschen desperate, ne? Ist so ein bisschen auf Teufel komm raus geforst. Geht aber am Handy eigentlich ganz gut aus. Ja, ich meine, das Shutdown-Gold mit. Ist natürlich trotzdem bitter, dass man das GA verliert. Der geht da sofort down, aber ich denke auch, ich bin da bei dir. In so einer Phase ist es wirklich in Ordnung, auch mal für so ein Play zu gehen, wo man sich denkt, na, 40% vielleicht. Einfach weil du weißt, ey, wenn wir gar nichts machen, dann ist das Game zu 95% verloren. Richtig, richtig. Und hier kriegt man sogar nochmal den Drake. Also, Sakura darf jetzt hier langsam ein bisschen machen, was er will. 50 CS vorne. Vielleicht können wir auch nochmal aufs Gold gehen. Danke. Boah, wow, der war, bevor ich es ausgesprochen hatte. 1800 Gold Lead auf der Top-Lane für SK und das ist auch die einzige Rolle, wo man aktuell vorne ist. Der Yorick leider kein Teamfighter, ist nur ein reiner Split-Pusher, kann in Teamfight leider nicht viel rausholen. Und ja, zu dieser 1-3-1-Situation kam es selten. Ich hätte mir diese Einsatzbereitschaft, dieses ja, preemptively überraschende Ulten, ja, hätte ich mir ein bisschen früher gewünscht. Ja. Dann hätte man eventuell die Combo besser ausspielen können. Jetzt wird man wahrscheinlich zu Teamfights geforst, noch häufiger. Und wenn mich nicht alles täuscht, sollte Big eigentlich im Late-Game die bessere Scaling haben. Weil gerade Noxion im Late-Game, Galio im Late-Game, ist alles nicht so
crisp, sagen wir mal. Ne? Ja, wie bin jetzt, ich bei dir. Wie jetzt hier die Champs von Big. Ich meine, Galio hier mit dem Redemption Rush, das ist natürlich auch nochmal für das Team an sich gut, aber er selber kann nicht diese Tankiness aufbauen. Er hat zwar natürlich über Aftershock und über seinen W viele Möglichkeiten, aber er hat natürlich einen sehr geringen Health Pool an sich und das Problem kann er aktuell einfach noch nicht lösen, wird deswegen auch nie irgendwie so ein Hype-Tank werden, wie es Alistar ist. Ja, und ich denke, das, wo man bis jetzt hier ansetzen muss aus der Sicht von Big oder sich einfach mal loben muss, ist, dass sie es immer wieder geschafft haben, so komprimiert oder so geschlossen auf der Map zu rotieren, dass das K diese Openings nie gesehen hat, dass man immer mehrere Leute da hatte, weil wenn du hier tatsächlich mit einer Person zum Gank gehst, dann kann dich hier einfach SK trotzdem outnummer mit der Zweimann Global Ult, aber die sind ja immer zu fünf gekommen, die waren ja als ganze Familie da. Also Big macht hier einen sehr, sehr guten Eindruck. Wo siehst du jetzt am ehesten noch die Option für SK anzusetzen, wenn man das Game vielleicht noch turnen will? SK hat keine Option mehr, um ehrlich zu sein. Also es liegt jetzt an Big. Big muss Fehler machen, Big muss irgendwo engagen, wo sie nicht engagen dürfen. SK hat, glaube ich, hier keine... Natürlich kann man immer Sachen proactively versuchen, ja. Aber das Risiko ist eigentlich in der Situation sehr hoch. Apropos Risiko hoch. Du hast versucht, ne? Ah, naja, vielleicht. Na, nee, doch. Nee, überhaupt nicht. Da kam Zoe und White Knight, er hat Bock. Geht da mit den Flash 4 nach vorne. Frenic wiederum hat zwar noch sein Ultimate. Wird sie jetzt auch nutzen, aber nur damit es dunkel wird, weil grau wird es auf keinem Bildschirm der Gegner. Da lege ich mich hier fest. Jennax kommt auch nochmal so raus mit dem Protobelt. Aber ganz ehrlich, das sollte hier trotzdem für Big eigentlich jetzt ein relativ safer Nash werden. Aber der Jörg macht natürlich unten trotzdem Party. Ja, den kann man einfach verteidigen jetzt mit dem Urgott, der hat gleich wieder TP ab. Und aber die wollen trappen, ne? Ich weiß nicht, ob das worth ist. Du kannst in dem Szenario kannst du auch 4 gegen 4 den Nash einfach versuchen. Also Zoe zu face-checken, wenn du keine Vision in deiner eigenen Jungle hast, ist der Tod. Was sind das denn hier für Hits? Und jetzt kommt hier von SK ein interessanter Play. Man holt ihm im Teleport nochmal Jennax dazu. Die bürsten da unten einfach mal den Urgott weg. Das wird auf jeden Fall ein Inhib. Jetzt kommen die Recalls und jetzt ist natürlich das Punishment da, dass man für die Trap gegangen ist, statt für den Nash. Kein schnellen Nash-Recall, keine Möglichkeiten. Der Nash ist auch erst in 15 Sekunden ab. Das ist natürlich ein gutes Argument. Und dementsprechend ist SK jetzt hier auf einmal mit dem ersten Inhib für sie. Sehr überraschender Play, tatsächlich. Hat man das Timing gut ausgenutzt. Hat gar nicht, überhaupt gar nicht die Chance genommen, überhaupt in Zoe-Bubble zu laufen, also in Zoe-Q. Sondern selbst proaktiv, rein tippet, sehr guter Play. Auch Sacke den Schaden gut eingeschätzt. Der überrascht die meisten. Also wenn du noch nicht gegen Jörg gespielt hast und dann hast du plötzlich so ein Ghoul im Gesicht, da tut weh. Ja, mega. Vor allem, wenn du auch noch eingesperrt bist in den seinen vier Wänden. Ja, das macht alles andere als Spaß. Und auf einmal merkt man jetzt hier vielleicht auch bei Big so ein bisschen, oh, warte mal. Jetzt wollen wir aber dann doch nochmal auf Nummer sicher gehen. Der Goldvorteil nur noch 4K und... Nee, Nummer sicher ist das nicht, meine Damen und Herren. Das hier ist fast schon ein bisschen desperate. Da will man auf einmal hier für den Play gehen. 5000 sind noch offen. Eine schöne Bubble hier allerdings jetzt. Da ist er in der Luft, da ist er gefeiert. Oh, da muss er aufpassen. Jetzt nochmal die Ultimate von Sejo und das reicht. Ganz stark, Frenic blockt da gar nichts. Aber die wollen für den Teamfight. Die Galio Ultimate geht rein. Trifft natürlich zweimal mit dem Knockback. Zoe ist in Gefahr, ist zumindest schon mal down. Jay auf der anderen Seite ebenfalls schon geprockt. Trotzdem, jetzt kommt White Knight dazu. Der muss hier einiges ausrichten, aber die Ultimate geht jetzt nicht. Doss ist down und es weit. Bleibt hier ein enger Fight, aber White Knight mittendrin statt nur dabei. Gönnt sich hier den Damage, gönnt sich hier den Teamfight. Es ist ein Double Kill währenddessen für Yasuo. Der geht nochmal für den Flash Knockup. Sakre wird ja auch kaum noch was machen können oder ich bin nicht da zu früh. Nochmal der Knockup geht in Sonias und seine Freundin macht ihn hier fertig. Ganz starkes Play, aber trotzdem ist Big hier schon an den Nexus Turrets ran. Aber der Inhib spawnt, die können das hier nicht finishen. Ja, guter Fight. White Knight, muss man sagen, ich habe auf White Knight extra geachtet. Die pinnt nicht rein, ne? Hat gesagt, Jungs. Wartet mal eben auf mich. Da kommt so ein bisschen Scaling und kickt auch rein. Big auf jeden Fall die stärkeren Champs im Late-Game-Teamfight. Weiter die ganze TP ab. Er hätte reintippen können. Aber hat sich gesagt, nee, das haben die schon ohne mich. Aber gut gespielt, der Nash. Hier sieht man es nochmal. Der Sleep trifft und dann das blockt hier gut den Q von Sase. Aber und die Sage Ultimate. Sage Ultimate war auch sehr gut. Und dann kommt der Teamfight rein. Und sie halten tatsächlich so lange aus, wenn wir kurz auf der Minimap auf White Knight achten, er hat TP ab, ne? Er könnte einfach TPen. Genug Ward stehen, aber er weiß ganz genau, sein Team hat ihn da. Und räumt dann am Ende den Teamfight auch noch auf. Ich muss sagen, Kasi ist in den Fights echt stark, ne? Vom Positioning her sehr defensiv, ist im Nash-Pit geblieben und kommt dann dazu, hat eine 2-Mann-Ultimate getroffen und seine DPS in den Fight ist insane. Aber hier Sakre mit einem echt sicken Stopwatch-Play. Das war ein echt sausicker Stopwatch-Play. Also ganz ehrlich, ich hätte es nicht erwartet. Hast du es kommen sehen? Nee, aber er hatte den Stopwatch. Also, ja. Ne? Na gut, gebe ich dir. Und jetzt ist natürlich die Frage. Big haben jetzt im Endeffekt aus der Szene natürlich hier den Nash bekommen. Ein Inhib, nice. Und Sakre TP'd auf die Top-Lane.
Er geht hier all in quasi für diesen Spitboot. Sagt sich, nee, ich gehe doch nicht zu Fuß dahin. Weißt du, wie weit das ist? Kauft dir einfach eine Zeit. Wenn er jetzt nicht tippen würde und laufen würde, hätte er halt Big Zeit, genug Zeit, um eine Lane zu setupen mit Nashor Buff. Gewinnt den Spitbush so nicht. Was er jetzt macht, ist, er ist einfach auf der Toplane schon, pusht er die Wave rein und den muss immer jemand beantworten, weil er kann es nicht mehr alleine, haben wir gerade schon gesehen. Ist sehr riskant. Und kauft jetzt einfach Zeit, kauft Zeit vom Nash. An sich ein guter Play zu Lane. Also war auf jeden Fall ein guter TP. Du hast gerade die Leistung von Kasi angesprochen, auch im letzten Game schon absolut gut. Der große Unterschied zwischen normalen Midlane-Yasuos und dem Botlane-Yasuo ist normalerweise der, dass AD-Carry-Yasuos die Grenzen nicht kennen, die nach der Landing-Phase eintreten. Ja. Scheint bei Kasi nicht so, hat gut trainiert. Macht hier im Team jetzt auch echt viel. Das ist wirklich eine sehr, sehr starke Performance. Jetzt wird hier gerade mal eingeschläfert. Allerdings und da ist das... Nee. Oh. Witzig eigentlich, ne? Ja. Dieser Champion, also dieser... Zweier Champion da, tankiger ist er wieder andere Champion. Ja, sowieso. Also als Zoe normalerweise wäre das ein One-Shot. Da könnte normalerweise alles andere sein, so natürlich nicht. Und jetzt ist SK hier in der Situation, 5.500 Gold behind. Man hat eben den Nash verloren und der Buff geht nur noch 25 Sekunden und die sind absolut fein damit, denke ich mal. Die können hier tatsächlich über den Yorick sich irgendwie im Spiel halten. Und ganz ehrlich, das Game hätte eben vorbei sein können, weil ein White Knight entweder früher rein debiet oder, sag ich mal, den Kollegen Kasi hilft, während er da von einem Yorick verprügelt wird. Absolut. Bin ich ganz bei dir. Ich glaube, diese Aktion von Zac und Jennax auf der Botlane, die den Botlane-Inip genommen hat. Ich glaube, Vic hat jetzt gut die Köttel in der Hose. Ne? Ja. Die haben jetzt Schiss, die wollen nicht wegwerfen. Sind sich wahrscheinlich auch dessen bewusst, dass sie ein besseres Scaling haben und vielleicht eigentlich nur gewinnen können. So. Und spielen deswegen ein bisschen ruhiger sogar mit Nash. Ich glaube, die wissen gerade nicht, wie sollen sie weitermachen, dass SK hier nochmal zurückkommt, tatsächlich mit dem Golddefizit und auch mit den Champs, die sie haben. Ja, wundert mich, aber... Absolut erklärbar. Was ist denn jetzt die Antwort auf diesen Split-Push, den SK da macht? Das ist ja seltener ein 1-3-1 hier, als eher ein 4-1. Wie kann man darauf reagieren? Ist es hier der Collapse auf den Yorick? Ist das die Antwort? Nee, die Problematik ist, dass Yorick sich natürlich nicht kaum engagen lassen wird. Du musst da extrem gut voraus, mit der Vision vorausplanen, ne, um den dann tatsächlich abzuholen. Ist, glaube ich, nicht mehr so einfach. Ich glaube, Zaka wird da viel noch aufpassen können. Ist dann die Antwort eher zu sagen, okay, wir engagen auf die vier anderen? Ich glaube, die Antwort muss tatsächlich sein, auf die vier anderen zu engagen. Wenn du da einen Catch findest, wäre das ganz gut. Ugra kann nicht mehr alleine lane. Ugra kann alleine nicht mehr halten. Was du versuchen könntest, wäre Ugra trotzdem hochzustellen. Ein bisschen Zeit kann er kaufen. Und du machst so einen 4-4-Play in der Mitte. Hast die Engage-Tools ja genug ausreichend da, entweder mit einer Bubble oder mit... Das hat aber auch Eier aus Stahl. Also, das ist ja also da unglaublich. Hätte ich gar nicht gedacht, dass man da tatsächlich so die Nerven wählt. Kidui ist auch relativ kurz vor seinem Sohn jetzt. Das wäre natürlich auch nochmal super wichtig, damit er einfach da auch nochmal im Teamfight länger da sein kann, länger vielleicht auch Front- und Backline da ein bisschen trennen kann. Zoe aktuell itemmäßig auf dem Traumlevel, also wirklich Lugens, Rabadons, dann Double Magic Pen natürlich auch nochmal hinterher und dann nochmal die Stopwatch als kleines bonusdefensives Item. Das ist absolut Zucker und da kommt aber danach auch nicht mehr so viel mehr. Was hier ein bisschen beißt, ist, dass zum Beispiel jetzt Sasel kein TP gehen durfte. Ja. Also machst du auch sowieso ungern, aber du hättest TP nehmen können. Um den Splitbush zu beantworten, geht in dem Fall nicht, weil halt SK zu viel Anti-CC hat. Aber ein TP wird auf jeden Fall extrem helfen. Auch ja, klar. Auch immer. Aber ich glaube, es wird trotzdem hier kein 1-3-1 mehr werden. Ich habe das Gefühl, dass Jennax da nicht das Gefühl hat, irgendwie Pressure zu haben. Er wird auch als Disengage-Tool witzigerweise hier relativ gut genutzt. Also er kann da natürlich einfach mit Lissandra da auch viel wegforcen und Yorick, der macht da unten Sachen und währenddessen will Alistar jetzt den Flank haben und den hat er auch, aber das ist der Supporter natürlich, das ist DOS und der flasht hier sehr viel. Muss er auch. Der Follow-up ist zu krass. Also wenn Kasi wird ihn entscheiden, also sollte sich im besten Fall nicht entscheiden, hinterher zu gehen, aber die Bubble kann kommen, die Bubble kann über große Distanzen followen. Und so. Dann hat auf jeden Fall Big den Engage da haben wollen. Ja, jetzt aber apropos Engage, da kommt nochmal der Versuch. Das war jetzt hier der nächste. Kidui kann allerdings reagieren und da sieht man einmal den Burst von einer Zoe auf einen Mage. Aber wenn das kein Tank ist, macht das Spaß. Ich spreche aus Erfahrung. Das ist ein AD Carry. Ich bin das Wort schon direkt tot. Ja, das stimmt. Ne? Das ist halt einfach. Das Leben eines ADCs ist ein meistens recht kurzes gegen Zoe. Allerdings hat man hier einfach kein gepickt und so das Problem gelöst. Ne? Das ist die Trick 17 aus dem Buch. Kase wiederum kann jetzt hier die Vision da noch einmal denyen. Ist mittlerweile auch wieder 500 Gold Shutdown wert. Bei Yorick sind es 850, aber den muss auch erstmal irgendwie ausschalten. Das ist gar nicht so einfach.
Er und seine beste Freundin machen sich jetzt hier an den Elder Drake ran. Und währenddessen denkt sich Big, ja, weißt du was? Dann gehen wir doch einfach mal zum Nash. Und das ist ein Déjà-vu-Moment. Denn Frenek stand doch eben schon mal da oben. Diesmal muss er sein Space Sheet aber besser benutzen. Währenddessen versucht man auch noch Sakra unten ein bisschen zu forcen. Big mit zwei Plays parallel. Den einen müssen sie forcieren, den anderen hier verneinen. Und jetzt kommt die Galio Ultimate. Und der Teleport von Jennax. Was kann Big hier machen? Der Engage ist auf Zoe, aber die Flash nochmal raus. Trotzdem ist da natürlich jetzt White Knight drin. Der ist schon relativ low. Schöner Knockup von Kasi. Der nimmt da tatsächlich allerdings nur den Support raus. Frenek jetzt im J, Kasi eingesperrt, aber keiner, der Damage macht. Geh du jetzt erst mit dem Pool, aber du hast doch kein Damage mehr, mein Junge. Geht nochmal in Sonyas. Jennax nochmal rein. Auch der ist super low. Der Flash kommt. Super starke Bubble hier auf Yorick, aber der kann nochmal rausflashen. Es ist im Ende allerdings ein 2-0 Trade für Big. Und damit müssen die doch jetzt hier Nash, Elder, im besten Fall noch ein Init mitnehmen. War ein Teamfight auf jeden Fall. Krasse Aktion. Hat den Nash abgebrochen und pünktlich unten beim Engage dabei zu sein. Big hat eigentlich genau das bekommen, was sie wollten. Dadurch, dass White Knight in der Aktion unten den Drake contestet hat, er hatte nicht mal Smite. Das weiß aber SK nicht. Okay. Ja. Heißt, White Knight overextendet hier eigentlich hardcore. Im Normalfall läuft halt so die Objectives Uptrades. Einer nimmt Nash, einer nimmt Drake. In dem Fall contestet Big quasi beides. Und dann kommt es zu dem Teamfight hier, wo Kasi auch wieder einfach mega gut mit Clans arbeitet, rein eskaliert wie sonst was. Und einfach nur auf den Yasuo. Also, ach, war nicht drauf. Denn der nächste Nash wird schon angegangen. Ja, und Zenyxelord nimmt da die Knallpflanze raus. Keine Chance für den Steel zu gehen. Und jetzt will er auch noch viel mehr. Frenek hat das Space Sheet an, aber Zenyxelord wartet sehr, sehr geduldig. Entscheidet sich dann aber doch nicht reinzugehen, damit man hier nochmal resetten kann. Elder, Nash, jetzt hast du wirklich alles, was du brauchst, eigentlich, um dieses Game hier zu closen. Aber du sprichst an, Kasi, wirklich überragend, was du hier gemacht hast. Ihr neben Clans sich auch noch für die QSS entschieden, um hier auf Nummer sicher zu gehen. Und auf der anderen Seite, Kidui im letzten Teamfight aus meiner Sicht mit Vladimir ganz, ganz schwaches Timing. Du willst ja normalerweise mit dem Pool gehen, dann den Empowered Q, dann proc die Ultimate, so kriegst du unglaublich viel Leben wieder. Und er hat kaum Schaden tatsächlich in diesen Teamfights. Kidui ist so ein bisschen das, ich will es ein Paradebeispiel, ich will jetzt Kidui nicht haten oder so, aber ein Paradebeispiel von einem Champion, der auf Botlane zwar gespielt wird und gespielt werden kann, aber nach der Botlane sich halt sehr, sehr unterscheidet von normalen AD Carries. Ja? Ja. Macht hier kleine Fehler hier und da mechanically auch auf Vladimir, die dann in so Teamfights halt sehr entscheidend sein können. Ich glaube aber auch, die Teamfights, also wenn ich mir vorstelle, diese Teamfights spielen zu müssen, ist so schwer, ne? Weil tatsächlich, ich dachte, White Knight ist ja komplett gecatcht. Also ich wäre da all in wie sonst was, ne? Ich denke mir, Game-Winning-Move, und er lebt da einfach und lebt da immer noch und denkt sich da halt, ja, GA habe ich auch noch im Angebot. Also das ist schon schwer, da muss die Kommunikation in den Team dann auch sehr gut sein, damit du diese Fights nehmen kannst. Und für Big auch super wichtig, dass hier so dann doch relativ selten gefightet wird, weil Zoe zum Beispiel, dass sie da in den Teamfight beide Summoner Spells up hat, rettet das Game. Wenn da einer weniger ist, ist die instant down, aber gerade gegen diese Champion City Summoner Spells sehr wichtig. Und jetzt für SK heißt es natürlich hoffen und beten so ein bisschen, denn wenn hier Sasa einmal seine Combo trifft, dann ist auf jeden Fall einer wahrscheinlich schon down. Wie viel sollten sie jetzt hier aus dieser Nash-Ada-Combo rausnehmen? Zwei Inips oder kann man hier schon... Das Game vielleicht? Tatsächlich wäre eine Zeit, ne? Ja, ich meine. Könnte man machen. 40 Scaling, Scaling ist durch. Du hast, jetzt hast du nicht alles, was du haben möchtest. Du hast einen Mountain. Du kriegst im schlechtesten Fall. Und dann auch nur, wenn Big wirklich viel Angst hat. Bekommst du hier nur zwei Inips raus. Ja, zwei Inips haben wir jetzt schon mal und wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ihr seht es oben, 1,30 hier noch auf dem Baron-Buff und da will man natürlich noch was mit anstellen. Da geht man jetzt langsam ran. Kasi ist so ein bisschen gecatcht und das will Frenek ausnutzen. Da kommt die geile Ultimate, aber das ist alles zu spät. Das ist zu wenig und Kidui jetzt zwar mal mit der guten Ultimate. Da hat man tatsächlich mal die Damage-Gen auf Kasi, aber der geht trotzdem noch in die Ultimate. Der macht nochmal seinen Schaden, aber SK, die fighten zurück, aber nach dem Sonyas kommt sofort der Zoe-Q und das macht keinen Spaß. Die macht hier die siebte Item. Den 18 Summoner Sven, Protobet gibt's auch nochmal. Es gab Fighted, aber Sakri ist hier tatsächlich ein bisschen auf verlorenen Posten. Er probiert's, aber die nächsten Trouble Bubble auf Jennax sorgt hier für den nächsten Knall. Sase mit dem nächsten und damit ist man hier tatsächlich durch. Damit ist die Messe gelesen und damit kann Big sich hier tatsächlich das 2-0 gegen SK holen. Und das hätte niemand so gedacht. Ja, dass Big hier so headzieht mit 2-0, sehr, große Überraschung. Also absolut. Bevor die Games gespielt worden wären, hätten alle, also jeder hat gesagt 3-0 SK, 3-1 SK, da gab es keine Gegenstimmen. Und so wie die Art und Weise, wie Big gewinnt, ist ja nun mal auch wirklich dominant. Also von vorne bis hinten extrem dominant durchgespielt. Ja, und ich muss auch nochmal hier Kasi hervorheben, also wirklich, dass ein ADC Main da einfach tatsächlich sagt, hey, ich gehe hier für den Yasuo und ich performe ihn so stark, weil wir haben es ohne Darkidui jetzt irgendwie als den Mann hinstellen zu wollen, der tatsächlich das Game verloren hat. Ich denke, das geht zu weit. Ist es dann doch schon so, dass man halt gesehen hat, ja,
ein ADC holt jetzt aus dem Vladimir nicht 200% alles raus. Aber der Yasuo, der war einer der Besten, die wir bei der Premier Tour gesehen haben. Absolut. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn wir nochmal Yasuo sehen werden in der Series. Auch SK hat ein paar Yasuo-Spieler. Aber wenn du Yasuo first picken kannst und der sowohl Mitte als auch Botlane absolut durchrasieren kann, dann würde ich empfehlen, Yasuo rauszunehmen. Vor allem, man hatte ja einen sehr, sehr guten Draft dagegen. Wir hatten es angesprochen. Absolut. Man hat sich Antworten überlegt, man hatte Optionen. SK an sich auch, fand ich, mit schönen Win-Condition, mit schönen Möglichkeiten. Du hast dieses 1-3-1 mit, was man früher schon mal mit Shen, Nocturne oder so gespielt hat, hast du mit Galio und Nocturne, super Draft, geht nicht auf. Warum ist aus deiner Sicht Big hier so dominant im Early Game? Weil das war ja eigentlich das, wo SK immer zugeschlagen hat. Es gab immer Abstimmungsfehler zwischen Top und Mitte. Also ich erinnere mich jetzt an zwei Kills, wo der Top-Laner einmal overextended ist und dann von der Midlane gegankt wurde und einmal, wo die Mitte, wo Jhinnox von White Knight gegankt wurde. Ja. Und in beiden Situationen sind halt sehr elementare Gangs und sehr, sehr große Leads, die die jeweiligen Solo-Laner aufbauen konnten. Nicht auf ihrer eigenen Lane, aber auf der Lane des jeweiligen anderen. Und ja, das snowballt so ein Early Game schon mal durch. Ja, und da macht Big sehr, sehr viel richtig. Auch sehr viele überraschende Szenen. Also ich hatte diesen Botlane-Dive. Also der bin ich wirklich, den habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Level 3, 2, eine gesteckte Wave mitnehmen. Sejuani, schönes Pathing darunter, dann dazu zu schlagen. Sind das so die Momente, wo Big halt auch einfach zeigt, dass, ist das Prep oder ist das wirklich Ingame-Adaption nach dem Motto, ey, die haben keinen Pool? Ich glaube, das ist Prep. Ich glaube, du hast dich vorbereitet. Du wusstest, was kommen kann. Du wusstest, Vladimir kommt. Du weißt, wie er skillt. Muss ja auch wissen, wenn der Pool Level 2 gilt, stehst du im Tower und denkst dir, oh, hab ich wohl falsch gemacht, ne? Aber so lief's. Und es hat aber die Landing Phase jetzt nicht weiter beeinträchtigt, muss ich sagen. Also die Landing Phase wäre wahrscheinlich genauso gelaufen, wenn man diesen Lead nicht rausgespielt hätte. Es gab eine Situation, wo der, wenn der so nicht so weiter hättest, beziehungsweise Big als Ganzes, als Team nicht so weiter hättest, die Situation würde anders rausgehen. Ja, im Großen und Ganzen war gut. Ja, absolut. Also Big, große Kompliment. Das war eine ganz, ganz starke Performance hier. Wenn du jetzt an SK denkst, 0-2 hinten, weil ich wollte jetzt sagen, ist dir garantiert auch schon mal passiert, aber tatsächlich ist es, glaube ich, gar nicht. Aber wenn du jetzt 0-2 stehst, Comfort-Picks oder was ist der Weg? Ich meine, du pickst immer Comfort, das ist natürlich was anderes. Aber ne, was würdest du SK jetzt mitgeben für die nächste Runde in diesem Best of 5? Du hast jetzt, also eigentlich redest du alles mehr so, okay? Du hast jetzt ja so zweimal First Pick für Big. Beim ersten Mal hast du darauf nicht gut reagiert, beziehungsweise du hast es so ein bisschen predicted. Ich habe mit Broken Shot gesprochen, er hat gesagt, er hat es predicted, hat einen Counter aus ihrer Sicht angeboten, waren keine Counter, haben verloren. Game 2 war dann alles auf den Yasuo, also quasi jeder einzelne Champ war decent gegen Yasuo, hat auch nicht funktioniert. Jetzt muss im dritten Draft auf jeden Fall der Bann kommen, meiner Meinung nach. Und dann schauen, wie man von da aus weiterspielt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass SK jetzt schon, da die Messe schon gelesen ist, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Die werden auf jeden Fall noch einiges im Petto haben. Ja, das würden wir uns natürlich auch darauf freuen. Wir wollen natürlich hier im besten Fall über die ganze Distanz des Best of 5 gehen. Aber erstmal muss man sagen, Gratulation an Big und wir geben ab an die Analyse, die das Ganze nochmal ein bisschen erklären wird, wie Big hier tatsächlich zu diesen 2-0 kommen konnte. Danke, Johnny. Willkommen zurück zur Analyse-Ecke. Ich habe wieder zwei neue Gesichter hier. Also heute ist echt zack, 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 ganze Zeit neue Leute dabei. Von Spannung Inferno hier, der Kevin und Tim. Wie geht's euch? Sehr gut. Klasse. Also Wahnsinns-Location, oder? Ja. Ja. Hammer. Aber ich habe auch gehört, dass den Leuten sehr viel Spaß macht, hier zu sein. An uns natürlich auch. Was habt ihr zu dem Game zu sagen? War das überraschend wieder jetzt, dass SK im Endeffekt 0-2 hinten ist? Also ich dachte wirklich, das wird nicht so eindeutig werden. Also beide Games jetzt. Trotzdem muss man sagen, Big sehr sauberes Early Game gespielt, hatte dann ein bisschen Schwierigkeiten, das Game zu closen, brauchte dann zwei Baron, noch einen Elder. Woran lag das? Ja, ich denke, die hatten zu viel Wave Clear einmal und Yori konnte halt den super gut nutzen und Split pushen. Der war sehr stark auf Sakre, hat sehr viel Impact gehabt aufs Game, was das Ganze ein bisschen in die Länge gezogen hat. Aber Big konnte das trotzdem noch relativ souverän closen. Wir haben ja auch beim Zuschauen die ganze Zeit, Kevin ist ausgerastet, killt diese Maiden, killt diese Maiden. Aber also wieso? Wieso muss man diese Maiden killen? Sie ist halt im Teamfight ein großer Faktor, weil sie einfach immer Damage permanent macht, sich immer noch währenddessen Lifestealt. Und es ist einfach so ein sechster Champion in der Art, der auch tatsächlich Skillshots blocken kann. Also wir haben das in manchen Teamfights gesehen, da hat er tatsächlich Zoe genau gesoakt und ist das halt ein großer Impact, besonders in manchen Situationen, wenn man sie chase oder sowas, man hat gerade nichts zu tun, man sollte immer fokussen, wenn sie noch hinten liegt und versucht den Yorick einzuholen, sie immer zu töten, zu zählen und so weiter, das wäre wichtig. Besonders, weil das Ding halt für immer da ist. Genau. Also solange Yorick nicht stirbt oder man es killt, hat das keinen Cooldown. Genau. Das ist halt richtig krass und Big aber jetzt hier mit dem Yasuo auch sehr gut wieder dabei. Wir haben uns kurz Sorgen gemacht, weil die Pick-and-Bump-Phase auf jeden Fall an Yasuo angepasst war von SK Gaming Prime. Die haben im Endeffekt gewollt, dass sie Yasuo picken, haben gedacht, ja, wir können vielleicht mit dieser kommt dagegen wirken, hat aber nicht so funktioniert. Was würdet ihr jetzt an ihrer Stelle machen?
Ich muss sagen, ich fand den Yasuo jetzt in dem zweiten Game gar nicht so krass impactful. Ich fand vor allem Zoe im Midgame super stark. Eine Situation, wo Yasuo sehr gut gespielt hat, war die Botlane-Aktion, wo sie sehr viel noch geholt haben. Aber ansonsten, ja, ich denke, das Early einfach besser spielen, weil am Ende hat man gesehen, SK kann definitiv mithalten und hat auch immer noch eine relativ oder sehr solide Chance. Besonders die Teamfights auch immer super knapp dann noch gewesen, obwohl das Early Game schief ging. Genau, was man noch gesehen hat, ist auf jeden Fall in diesen Teamkompositionen hat halt einfach bei SK der DPS gefehlt. Der wirkliche DPS, wie es zum Beispiel bei Big der Fall war mit Yasuo, der einfach konstanten Damage die ganze Zeit rausknallen kann. Bei SK war das halt wirklich, sie hatten einmal einen Burst ein bisschen und Nocturne, der halt normalerweise einen guten konstanten Damage hat, der ist aber immer geplatzt. Ja. Von daher war er nicht wirklich effektiv. Und das Einzige war halt Yorick, der aber in Teamfights ist seine Schwäche nun mal, irgendeine Schwäche muss er haben. Und das ist Teamfights, er kann halt nicht komplett immer jeden One-Shotten in einem Teamfight. Und das war das Problem auch. Deswegen auch die ganze Zeit auf der Sideline gewesen, aber Vladimir auch. Einfach sehr schwierig, wenn du so viele Redemptions im Team hast. Ich meine, die Ulti ist dann halt im Endeffekt useless, nachdem die Redemptions reinkommen. Aber das sehen wir, schauen wir uns genauer an, wie so ein Teamfight in diesem Spiel abgegangen ist. Bei dem Baron. Ja, das sieht man hier. Unter anderem erstmal super gut gespielt und super gut executed von Big, der Baron hier. Wie sie Frenic da wegzone mit der Sejuani Ult, mit dem CC. Können dadurch den Baron saven. Dann engaged SK, weil sie sehen, dass Urgot noch auf dem Weg ist, beziehungsweise noch braucht und sie 5 gegen 4 fighten können. Aber generell muss man hier sagen, man hat zwar früh Zoe gekriegt, aber das war der erste Fight, wo ich dachte, yo, der Yasuo hatte viel Impact. Jetzt hätten sie, glaube ich, das Game finishen können, wenn da White Knight nicht wegtipiert. weil er lässt in dem Sinne den Yasuo gerade alleine. Da sieht man aber auch Sakre echt wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht mit Yorick. Wie er in Sonias geht, seine Ult, dann den Rest Yasuo finishen lässt. Und ja, aber ansonsten wirklich sehr stark executed der Baron hier von Big. Sehr schade, dass SK Gaming Prime dann nicht zurückkommen konnte im Endeffekt. Wird auf jeden Fall tief sitzen, besonders weil sie jetzt im Zugzwang sind mit 0-2 hinten. Ist halt für die Spieler auch super hart, jetzt irgendwie mental stark zu bleiben und auch sehr viel Druck auf dem Coach Broken Shard, der jetzt auf jeden Fall etwas ändern muss. Yasuo-Ban, wie könnte man sehen, vielleicht Richtung Zoe oder so gehen? Ganz darauf an, was man spielen will. Mhm. Ich denke, es kommt ganz darauf an, wie die Botlane von SK wirklich gegen den Yasuo spielen würde, wenn sie quasi AD Carry spielt oder sowas. Es ist schwierig. Ich denke, Big ist schon fühlt sich sehr wohl auf dem Yasuo und in der Komposition und wie sie auch drumherum spielen können. Von daher, ich denke, Bann könnte man drüber nachdenken. Besonders, weil eben Comfort-Picks sehr wichtig sind. Also man muss halt sich wirklich wohl auf dem Champion fühlen und da sieht man halt einfach Yasuo in der Mitte als auch auf der Botlane sehr effektiv für Big. Und jetzt hier nochmal im letzten Teamfall bei Elder Drake, also das war super knapp. Da waren wir uns nicht sicher, in welche Richtung es gehen wird, aber Kevin, was ist da passiert? Genau. Also der Teamfight war wirklich, am Anfang wusste man noch nicht genau, wer wird den Vorteil rausholen, wer kommt im Endeffekt gut raus, weil es war am Anfang sehr, sehr knapp im Sinne von den HP-Zahlen, beide engagen, also erstmal zwei Leute engagen hier auf Yorick, das wird es am Anfang normalerweise nie, ist immer ein bisschen riskant, weil er so tanky ist. Und dann kommen diese ganzen Redemptions von beiden Teams und dann trifft der Yasuo hier eine super schöne Q, kann darauf ultien, direkt ein bisschen Damage. Und man hat auch hier in diesen Situationen gesehen, zum Beispiel die Maiden konnte tatsächlich einige der Zoe E's und Q's blocken. Auch ein großer Impact, sonst wäre der Teamfight vielleicht sogar eindeutiger gewesen. Aber auch in diesem Teamfight einfach wieder zu sehen, zu wenig DPS auf Seiten von SK. Sie haben sehr lange überlebt, aber es kam kein Damage. Ja. Nicht für die wichtigen Personen meistens. Und es waren immer einfach zu viele Faktoren für Big, einfach, die sie zu dem Sieg gebracht haben. Genau, letzter Teamfight auch noch in der Base, hat man auch super gesehen. Sie gehen rein und einfach alle Full HP noch bei Big. Besonders, weil Nocturne da reinspringt und einfach. Er hatte vorher dann noch im Fight sein GA verloren. Ja. Das heißt, ja, er jumpt rein mit Galio Ult, eigentlich ein ziemlich guter Engage, aber ohne GA platzt er halt trotzdem einfach. Ja. Und. Ja, dadurch konnte man das nicht weiter follow-upen und war halt sofort ein 4 gegen 5 quasi. Auf jeden Fall, SK Gaming Prime hat hier noch sehr probiert, irgendwie zu gewinnen. Und jetzt schauen wir uns im dritten Spiel dann gleich an, wie ist ihre Pick-und-Bump-Phase. Ich denke, das ist das Wichtigste, oder? Pick-und-Bump-Phase und einfach... Sicheres Early, denke ich. Genau, und auch ruhig bleiben ein bisschen, weil jetzt ist es halt wirklich hart für sie. Aber das sehen wir uns gleich an. Wir gehen kurz in eine kleine Pause und dann schauen wir uns das dritte Spiel an.